Am 5. Mai ist es endlich soweit und wir können uns auf Guardians of the Galaxy Volume 3 freuen. Jetzt kam der erste Teaser auf der Brazil Comic Con und wir konnten einige kleine Einblicke schon in diesen Teaser-Trailer sehen. Mein Name ist Luke und entschuldigt die leichte Verspätung, normalerweise bin ich damit schneller, das lag jetzt primär daran, dass ich etwas krank war die letzten Tage. Heute gehen wir aber wirklich einmal Frame für Frame diesen Trailer durch und ich erkläre euch, was wir hier eigentlich sehen, was es für verrückte Welten sind, die uns gezeigt werden und warum das ein sehr, sehr großes Ende von einem oder sogar mehreren Charakteren nach sich ziehen könnte und wir sogar schon einen leichten Hint im Trailer haben, wer das sein könnte. Falls ihr den Kanal noch nicht kennt, das hier ist Nerd Factory. Wir machen hier Trailer-Analysen, aber auch Folgen-Recaps. Manchmal seht ihr mich tatsächlich sogar auch hier on camera bei Trailer-Analysen, aber eher nicht. Wir fokussieren uns hier vor allem auf Marvel- und Star-Wars-Projekte. Das heißt, wenn euch sowas gefällt und ihr zum Beispiel in den nächsten Tagen sehen wollt, wie eigentlich die komplette Storyline des MCUs, also vom Urknall bis zum aktuellsten Projekt ist, dann abonniert doch jetzt diesen Kanal. Aber reden wir nicht länger drumherum und schauen uns doch mal an, was wir im Trailer alles so sehen. Wir starten direkt im Cockpit des neuen Schiffes der Guardians. Wer das noch nicht kennt, sollte vielleicht mal das Holiday Special nachholen. Dieses Schiff ist die Bowie, das nach der Milano und der Benetta nun das dritte Schiff der Guardians ist. Zum ersten Mal tauchte das tatsächlich in Guardians Nummer 7 von Donny Cates in 2019 auf. Als Peter Quill zusammen mit einigen anderen Guardians, die übrigens hier eine ganz andere Zusammensetzung sind, ihr seht auf dem Bild, wer das alles ist, sich auf die Suche nach der Flotte von Spartax macht. Spartax ist in den Comics übrigens die Familie von Peter Quill, da ist er nicht der Nachkomme von Ego, einem Celestial, sondern vom König von Spartax, einer Spezies, die sehr kriegerisch ist und ganz andere Geschichte. Wir sehen Quill hier auch in einem sehr comic-akkuraten Star-Lord-Guardians of the Galaxy-Outfit. Das ist ein weiterer Schritt in die Richtung, die das MCU ja in den letzten Jahren immer weitergegangen ist, mit sehr comic-akkuraten Outfits, die nicht mehr zu sehr an irgendwelche realistischen Ansätze angepasst sind, wie wir das vorher gekannt haben, ne? Bei Captain America zum Beispiel. Der hat in seinem ersten Suit ja jetzt keine Schuppen zum Beispiel drin. Aber spätestens seit Endgame sehen wir immer mehr dieser Kostüme hier und da aufploppen, die deutlich, deutlich näher an dem dran sind, was wir in den Comics sehen. Jetzt kann man sagen, das muss nicht unbedingt sein, das ist vielleicht auch nicht unbedingt eine gute Sache, sich immer mehr an den Comics zu orientieren. In diesem Fall muss ich aber definitiv dem widersprechen, ich finde, das Outfit sieht sehr geil aus. Wir sehen dann einen Shot, wie die Bowie auf einen Planeten landet. Dieser Planet sieht der Erde sehr, sehr ähnlich und das ist auch das, was wir denken sollen. Wir hören den Satz, ja, wir waren lange nicht da und lange unterwegs, ne. Wir landen dann auch in einer sehr amerikanisch aussehenden Vorstadt, das fast schon zu perfekt aussehende Vorstadtleben, mit sehr, sehr vielen Leuten direkt auf der Straße. Und hier sollten wir eigentlich schon lernen, irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Wir sehen die Guardians dann in voller Uniform aus dem Schiff austreten und selbst Drax hat ein Oberteil an, was natürlich für Drax eine ganz besondere Errungenschaft ist durch seine sensitiven Nippel. Ich möchte an der Stelle kurz noch meinen Patrons danken, die hier eben den Laden mehr oder weniger mit am Laufen halten, genauso wie auch die Kanalmitglieder hier auf YouTube. Wenn ihr mich supporten wollt auf diesem Kanal, in der Produktion dieses Kanals, dann werdet doch jetzt Kanalmitglied. Oder geht sogar auf patreon.com/nerdfactory oder über den Link unten, den Linktree-Link in der Beschreibung und werdet Patron des Kanals. Das geht bei einem Euro los. Ihr könnt das auch schon für ein ganzes Jahr im Voraus zahlen oder eben monatlich einen Betrag eurer Wahl einfach da lassen. Es gibt da verschiedene Perks mit verschiedenen kleinen Dingen. Und tatsächlich werde ich in den nächsten Wochen auch ein paar Sachen an meine Patrons so als kleines Weihnachtsüberraschungsding rausschicken. Kleine Actionfiguren sein, die ich hier noch habe. Ich habe Lego-Sets, ich habe Revell-Star-Wars-Models, aber eben auch sowas wie zum Beispiel 3D-gedruckte Dolche von Loki oder Wandas Krone aus Multiverse of Madness und so weiter und so fort. Ich habe hier jede Menge Kram, ich kann das nicht alles bei mir ausstellen und deswegen habt ihr Glück und bekommt sowas vielleicht. Ein weiterer Weg, uns zu supporten, ist übrigens auch unten über das Merch-Shelf, wo ihr jetzt noch den letzten Tag die November-Sale-Sachen kaufen könnt, bevor die dann jetzt wirklich für immer aus dem Shop verschwinden. Ich habe das ein bisschen verlängert, weil ich eh krank war und nicht so wirklich am Rechner saß. Also schlagt am besten jetzt noch zu, vielleicht ist es dann sogar noch pünktlich zu Weihnachten da, sogar sehr wahrscheinlich. Und ansonsten gehen wir jetzt mal wieder zurück zur Trailer-Analyse. Und hier im ersten Shot, wo Peter die Leute begrüßt, sehen wir auch schon, warum hier etwas leicht off ist. Denn das hier ist nicht die Erde. Ja, das hier sind humanoide Tiere. Kennen wir das irgendwoher? Richtig. Das ist der Ort, von dem Rocket stammt. Das ist die Half-World.
Aber Moment, was ist denn jetzt die Half-World? Davon haben wir ja noch nie gehört. Richtig, die Half-World ist ein komplett abgeschottetes, kleines Wäldchen, welches von Aliens aufgebaut wurde, essentiell. Hier wurden humanoide Lebewesen und Roboter zusammen quasi aufgezogen, mehr oder weniger. Dieser Planet ist hinter einem komplett undurchdringlichen Energiefeld eingesperrt, damit hier niemand interferieren kann. Doch irgendwann haben sich die Roboter gegen die Humanoiden aufgelehnt und haben diese, naja, entsorgt. Damit aber hier weiter der Laden am Laufen gehalten wird, haben sie die Tiere, die als quasi Companions für die Humanoiden dagelassen wurden, weiterentwickelt und ein bisschen in der Evolution vorangetrieben und zu bewusst denkenden Lebewesen gemacht. In diesem Fall ist es sogar so weit gekommen, dass sie tatsächlich einfach Furries wurden. Es gibt in den Comics tatsächlich eine sehr nette Geschichte um die Half-World und wie die Guardians dort sind und alte Bekannte von Rocket wieder treffen und so weiter und so fort. Das hier ist ein Mix-up in diesem Film. Und zwar wird hier, und das ist ja im MCU schon sehr oft vorgekommen, eine Geschichte, die der Half-World, zusammengeworfen mit einer anderen. Die Geschichte des High Evolutionary. Denn in der Tat ist dieses Ziel, simple Tiere weiterzuentwickeln und quasi in der Evolution voranzutreiben und voranzupushen, ein Kernelement des High Evolutionaries. Dieser benutzt eher Menschen dafür in den Comics und ist klassisch dafür verantwortlich, dass beispielsweise Wanda und Pietro Maximoff unter anderem ihre Kräfte erhalten haben, aber auch sehr viele andere Kreaturen. Und auch wenn er in diesem Film der Bösewicht ist und auch in den Comics oft die Rolle des Bösewichtes einnimmt, ist er in den Comics tatsächlich nicht immer nur schlecht. Er ist zum Beispiel zusammen mit einer Gruppe anderer Leute dafür verantwortlich, dass der Urdämon Chthon wieder eingesperrt wurde, nachdem dieser versehentlich freigelassen wurde. Ja, er bekämpfte am Mount Wondergore, den wir in Doctor Strange Multiverse of Madness gesehen haben, den Urdämonen und schaffte es mit seiner Gruppe, diesen wieder zu verbannen. Inwieweit also der High Evolutionary nach diesem Film auch noch weiter im MCU auftauchen wird oder nicht, das ist noch eine Frage, aber da wir das ja jetzt schon ein paar Mal gesehen haben, zum Beispiel auch mit Gore the God Butcher, kann ich mir vorstellen, dass er in diesem Film tatsächlich das Zeitliche segnen wird. Gerade was die Guardians angeht, kennen wir das ja, ne? Ronan the Accuser, Riesentyp in den Comics, der immer wieder kommt, wurde einfach beseitigt, selbes mit Ego the Living Planet, einfach ausgeschaltet. Das heißt, wir können eigentlich uns sehr, sehr darauf verlassen, dass der High Evolutionary hier nicht diesen Film überleben wird. Allerdings werden auch Angehörige der Guardians diesen Film nicht überleben und dazu kommen wir jetzt gleich. Wir sehen jetzt einen genaueren Blick darauf, wir sehen den typischen James Gunn-Humor. Ja, Drax fühlt sich angegriffen vom Basketball und knockt den dem Kind mitten in die Fresse, was ich persönlich sehr, sehr zum Lachen fand, was wahrscheinlich ein sehr schlechter Charakterzug von mir ist. Offensichtlich werden die Guardians dadurch auch nicht sonderlich glücklich hier anerkannt und generell ist es so, dass die Tiere auf der Half-World nicht unbedingt happy gegenüber anderen humanoiden Lebewesen sind, da sie natürlich einst deren ja, Untergebene und Haustiere und Sklaven in gewissen Dingen auch waren. Wir sehen danach nochmal den gleichen Shot mehr oder weniger im Cockpit der Bowie. Ich glaube, das haben sie einfach recycelt. Quill hört wie immer auf seinem Zune. Vielleicht hat er jetzt auch wieder ein neues Musikgerät, auf dem er neue Musik hört. Wir sehen einen kleinen Ausschnitt davon, wie Rockets Geschichte aussieht. Und auch genau das ist eben der Gedanke, den ich weiterführen möchte hier. Ich glaube tatsächlich, dass der High Evolutionary hier auf der Half-World dafür verantwortlich ist, die Experimente an den Tieren eben gegangen sind und dass eben dieser eine kleine Babywaschbär zu dem wurde, was wir heute als Rocket Raccoon kennen. Und wir haben ja schon einen Teil der Story gehört, dass der Evolutionary jetzt nicht unbedingt nur das Beste für die Tiere übrig hatte und sie immer wieder auseinander und wieder zusammengesetzt hat. In einem weiteren Shot sehen wir, wie die Guardians in sehr bunten Raumanzügen aus der Bowie herausspringen und zwar zu etwas, was sehr aussieht wie ein sehr fleischiges Konstrukt irgendwo im Weltall. Und wer das jetzt als Among Us-Referenz sieht, der hat nicht zu 100% Unrecht, aber doch sehr Unrecht. Denn das ist keine Among Us-Referenz. Nein, Among Us ist eine Referenz auf 2001 A Space Odyssey, in dem diese knallbunten Space-Suits zum ersten Mal eingeführt wurden. Und diese wiederum waren die Inspiration für James Gunn, diese Raumanzüge in Guardians of the Galaxy einzuführen. Das heißt, es ist technisch gesehen eine Among Us-Referenz, weil Among Us selbst eine Referenz auf 2001 The Space Odyssey ist, aber das hier ist laut James Gunn auch offiziell eine Space Odyssey-Referenz. Wir sehen hier einen neuen Shot von Gamora auch wieder. Kleine Erinnerung, das ist nicht die Gamora, die in Infinity War starb, das ist nicht die Gamora, die verliebt war in Peter Quill, nein, das ist die Gamora, die aus einer anderen Zeitlinie kommt, die dann Thanos betrogen hat auf der Erde in Endgame und dann abgehauen ist, kurz
kurz, bevor alle zerstäubt wurden. Und das ist auch nochmal die Bestätigung, nein, sie wurde nicht zerstäubt. Die Szene wurde leider aus dem Film rausgeschnitten, als sie einfach sich verpisst. Aber ja, Gamora lebt und Gamora ist nicht die gleiche Gamora. Und das könnte etwas verwirrend für einige Leute sein, die das vielleicht nicht ganz mitgeschnitten haben. Denn ja, der Character-Arc, den diese Figur durchmacht, ist ein vollkommen anderer. Sie hat eine vollkommen andere Geschichte als die Gamora, die wir in den anderen Guardians-Teilen gekannt haben. Was bedeutet das, wenn man vielleicht nur ein Fan von Guardians of the Galaxy ist und nicht vom Rest der Avengers-Reihe? Dass man vielleicht ein bisschen durcheinander sein könnte, wenn man diesen Film sieht. Aber, naja, so ist das MCU halt. Es gehört alles zusammen und man sollte zumindest vorher mal kurz nachlesen, was eigentlich mit seinen Charakteren in den Filmen passiert ist, die man nicht gesehen hat. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses Polaroid-Bild, was sie sich da anguckt, ein Bild von ihr und Quill ist, das sie irgendwie mitgenommen hat oder bekommen hat. Es kann sogar sein, dass sie da schon an Bord der Bowie ist, denn wir wissen ja, dass sie später auch noch zusammen unterwegs sind. Das sehen wir dann später im Trailer auch noch. Ansonsten sehen wir hier jetzt eine kleine Aufreihung, die auch sehr interessant ist, denn wir sehen hier einen ausgenockten Peter Quill. Scheinbar ist er aber nicht tot oder so, denn die Guardians sehen sehr unfazed aus. Und in der Reihe der Guardians haben wir ein sehr, sehr klassisches Line-Up. Wir haben Cosmo, wir haben Kraglin, wir haben Teen Groot. Ist es Teen Groot? Ist es Adolescent Groot? Welchen Titel hat dieser Groot? Buff Groot? I don't know. Nebula, die eben Quill trägt. Rocket, der scheinbar einen Milchshake trinkt. Und Drax und Mantis. Dazu hören wir eine große Ansprache von Peter Quill, der mal wieder eine Rede hält. Das ist ein sehr, sehr schöner Punkt. Ich hoffe, dass diese Rede dieses Mal vielleicht nicht unterbrochen wird durch irgendeinen Gag, denn das haben wir schon sehr oft gesehen, sondern dass er jetzt quasi im dritten Teil gelernt hat, wie er ein wirklicher Anführer ist, wie er der Star-Lord sein kann, der auch in den Comics ist und nicht zu quirky ist, sondern ein bisschen ernster in diesem Film. Denn dieser Film wird ein bisschen ernster sein, auch wenn natürlich die typische Comedy dabei sein wird. Ich finde es sehr interessant, dass Rocket ihn auch Peach nennt. Das heißt, Rocket und Quill haben auf jeden Fall eine deutlich engere Bindung nun endlich mal geschaffen und sind auch quasi ja an einer sehr bedeutsamen Stelle. Wir sehen im Hintergrund stehen noch alle Guardians auch beieinander. Wie lange das noch der Fall ist, das ist die Frage. Offensichtlich sind sie hier auf der Mission, den High Evolutionary zu stoppen. Das wird die große Mission des Films sein, damit eben Rockets Story Arc hier auch abgeschlossen werden kann. Und dass dieser Arc abgeschlossen wird, könnte bedeuten, dass wir von Rocket nicht mehr allzu viel nach diesem Film sehen werden. Wir sehen das große fleischige Space Butthole. Was genau das darstellen soll, kann ich euch tatsächlich nicht sagen. Es könnte sein, dass das Überreste eines Celestials sind. Wir kennen das ja, ne? Der Kopf, in den die Guardians ihre Basis haben, ist der abgetrennte Kopf eines Celestials. Das hier sieht aus wie ein anderes Körperteil eines Celestials. Aber ja, wer weiß, was das genau ist. Es ist sehr fleischig und knochig und ja. Es kann sehr gut sein, dass das die Basis möglicherweise des High Evolutionaries ist, wo er eben aus organischem Material sich eine Station gebaut hat. Den sehen wir nämlich jetzt auch im nächsten Shot schon von hinten direkt. Wir sehen, dass er sich selbst natürlich auch optimiert hat. Das ist auch in den Comics so. Er ist eigentlich ein Mensch, der dann eine Evolutionsstufe mehr oder weniger nach oben steigt durch sein eigenes Einwirken und dann das große Ziel hat, alle Lebensformen des Universums auf eine höhere Ebene zu bringen, weil er alles andere ekelhaft findet. Wir sehen, wie er hier beobachtet, wie eine Frau in einer Art Mäuserennrad läuft. Auch das ist ein typisches Zeichen für den High Evolutionary. Für ihn sind alle Lebensformen, die nicht sein Level an Evolution erreicht haben, minderwertige Lebensformen, die behandelt werden wie eben Labormäuse. Wir sehen einen weiteren Shot von Gamora, die eben eine Klinge entlädt, sage ich mal. Wie sich das jetzt weiter auf die Story auswirkt, ob sie jetzt eher antagonistisch gegenüber den Guardians ist oder eben ihnen aufgeschlossen, das ist dann die nächste Frage. Wir sehen aber auf jeden Fall, dass sie erneut in einer Art Gefangenensituation enden, die sehr wahrscheinlich innerhalb dieser fleischigen Basis ist, denn das, was wir im Hintergrund sehen, sieht ähnlich aus wie die Knochenstrukturen und die Fleischstrukturen in dieser Basis, wo sie sind. Ich gehe mal davon aus, dass sie da ursprünglich eindringen wollten und dann aber gefangen wurden. Wir sehen auch im Hintergrund einige Klopse, die durch die Gegend schweben. Ich schätze mal, dass das hier ein erneuter Gefängnisausbruch der Guardians ist. Unter anderem daran zu erkennen, dass Quill hier auch einen Stein in der Hand hat oder etwas ähnliches, mit dem er jemanden schlagen könnte. Und ich gehe mal davon aus, dass die Klopse im Hintergrund eine Art Wache oder eben Untergebene vom High Evolutionary sind, die einfach niedere, aber sehr starke Lebensformen sind, die für ihn so ein bisschen die Leute zusammenklatschen, die da irgendwie nicht spuren. Es kann auch sein, dass diese orangenen Overalls keine Gefangenenuniformen per se sind,
sind, sondern eben Testsubjektuniformen und dass der High Evolutionary plant, diese Leute hier alle zu verändern. Wir sehen, dass auch Drax offensichtlich einen Shot in die Brust bekommen hat und das ist mein nächster Punkt. Ich gehe davon aus, dass wir in diesem Film von James Gunn mehrere Momente kriegen werden, weil wir wissen, dass jemand, vielleicht auch mehrere Charaktere sterben und sterben wird, denke ich mal, dass wir in diesem Film mehrere Momente, mehrere Szenen haben, wo wir denken, oh nein, das war es jetzt mit Drax, oh nein, das war es jetzt mit Rocket, oh nein, das war es jetzt mit Quill. Einfach nur, um eben diese Spannung aufrechtzuerhalten und dann eben immer wieder da rausgerissen zu werden, damit eben der letzte, der wichtige Tod, falls es nur einer ist, wirklich von Bedeutung ist. Im nächsten Shot sehen wir, denke ich, wie die Bowie eben durch diese undurchdringliche Barriere zu der Half-World bricht und diese eben dann besucht. Wie auch immer sie das schaffen, da durchzubrechen, das werden wir im Film sicherlich erfahren. Aber ich denke, das ist genau dieser Shot. Wir sehen dann, wie eben unsere Astronauten Richtung des fleischigen Konstrukts fallen. Auch das ist, denke ich, wie gesagt, eigentlich eine Mission, wo sie versuchen, das zu infiltrieren und dann aber irgendwas schief geht. Hier sehen wir nochmal einen anderen, genaueren Shot und auch das zeugt wieder davon, dass das offensichtlich eine Art Wucherung ist. Hier sind Haarfollikel, gigantische. Also das kann sehr gut sein, dass das Überreste oder Teile eines Celestials sind oder sogar der High Evolutionary eine Genprobe eines Celestials genommen hat und versucht hat, aus dieser eben etwas zu züchten, einen neuen Celestial zu züchten und das hier eben das Ergebnis davon war. Ich finde, das wäre sogar eine sehr schöne Parallele eben zu den Guardians, wenn der High Evolutionary in einem gezüchteten Celestial Arschloch lebt und die Guardians eben in dem Kopf eines Celestials. Im nächsten Shot sehen wir das, was ich meinte, einen sehr, sehr ramponierten Rocket, der sagt, we will fly away together. Ich glaube tatsächlich, dass das eine Version ist von Rockets Vergangenheit, dass es ein Flashback ist, denn er sieht anders aus in diesem Bild. Es kann natürlich auch sein, dass der Evolutionary ihn wieder in seine Finger gekriegt hat und dann weitere Experimente an ihm gemacht hat, denn zum Beispiel das, was wir an seinem Gesicht, an den Seiten sehen, ist eigentlich kein Feature, was wir von Rocket so kennen. Wir sehen dann, wie Peter jemanden, einen scheinbar Laborangestellten, wenn es nach dem Kittel geht, angreift und aus dem Fenster stürzt. Ich schätze, das ist kurz nach dieser Szene, wo wir ihn gleich noch sehr schreiend heulen sehen, denn ich denke, irgendwer von seinen Freunden, von den Guardians, wurde ermordet von diesen Laborleuten. Da der Boden aber komplett anders aussieht als in dem Shot von Rocket eben, gehe ich jetzt nicht davon aus, dass es unbedingt diese Szene ist, dass Rocket da stirbt und dann, naja. Wir sehen dann, wie Groot und Quill vor einer crashenden Bowie davonrennen. Was das wieder für eine Bedeutung hat, ist die nächste Frage. Ich glaube aber auch, dies ist tatsächlich wieder auf der Half-World. Dann sehen wir eine große Feierszene, die sehr wahrscheinlich in Nowhere stattfindet. Den High Evolutionary, der nicht ganz so glücklich aussieht. Ein sehr blutiges Skalpell, was entweder aus einer Flashback-Szene kommt, wo wir lernen, wie Rocket zu dem wurde, was er ist, was eine sehr brutale und sehr, sehr schlimme Szene werden könnte. Oder aber eine Szene, wo der High Evolutionary in einem aktuellen Zeitframe gerade ein Experiment an einem der Guardians macht. Denn kurz danach sehen wir Peter mit einem wirklich schmerzzerrissenen Gesicht. Und wenn wir mal auf seine Augen achten, sehen wir da so ein bisschen vielleicht das Celestial glimmern, was wir aus Guardians Volume 2 kennen, wo er erfährt, dass sein Vater dafür verantwortlich ist, dass seine Mutter gestorben ist. Ist das vielleicht das neue Anlocken seiner eigentlich doch noch vorhandenen Celestial-Kräfte? Und auch das ist eine Referenz auf die Comics, in denen es eine Otterdame gibt, die Rockets große Liebe ist. Das heißt, ja, dieser Otter ist quasi Rockets Love Interest in den Comics und wir können uns sehr sicher sein, dass sie vermutlich nicht sonderlich lange überlebt. Gerüchte gab es, dass diese gesprochen wird von Lady Gaga höchstpersönlich. Es kann natürlich auch sein, dass die Otterdame weiter Teil eben der Gruppe bleibt. Ich denke aber, es ist leider sehr unwahrscheinlich. Ihr Name ist Lila oder Lilla und ja, wir können eigentlich davon ausgehen, dass sie sehr wahrscheinlich sterben wird und Rocket dadurch motiviert wird, den High Evolutionary zu töten. Nun springt hier auch die Bestie rein, die Anulex-Batterien stehlen wollte, was ich sehr interessant finde, dass wir noch einmal uns mit diesem Beast konfrontiert sehen. Ein minimal winzig kurzer Shot von Adam Warlock, der meiner Meinung nach überhaupt nicht dieser Figur gerecht wird. Er sieht gut aus, versteht mich nicht falsch. Adam Warlock sieht so aus. Ich finde es cool, das Kostüm ist cool, das passt alles. Er ist golden, er hat einen Stein in der Stirn, ist top, ja? Ich mag auch den Schauspieler als Adam Warlock. Aber Adam Warlock ist essentiell der Space-Jesus. Er ist essentiell der Marvel
Weltraum-Jesus für die Guardians. Und er ist ja dann später auch Mitglied von den Guardians of the Galaxy in den Comics. Ich finde es etwas eigenartig, dass er hier so standardmäßig eingeführt wird und eben wir nicht ihn schwebend und göttlich erhaben sehen, sondern als einfach nur eine Figur, die hier reingedroppt kommt, offensichtlich auf Nowhere. Im nächsten Shot sehen wir dann auch, wie er Gamora ordentlich eine mitgibt, was sicherlich auch eben einfach nochmal unterstreicht, was seine eigentliche Mission ist. Wir erinnern uns an das Ende von Guardians 2. Adam wurde gemacht, um die Guardians zu jagen und zu töten als Rache. Wir sehen hier jetzt auch eine sehr verzweifelte Mantis, die sehr, sehr traurig und am Boden zerstört ist, in einem ähnlichen Setting wie da, wo Quill war. Und dann nochmal die ganzen Guardians, die quasi von einer brennenden Wand davonlaufen. Merkbar übrigens ein großer Abstand zwischen Gamora und den anderen. Und hier ist offensichtlich auch irgendetwas Großes passiert, denn wir hören auch im Hintergrund dann Groot sagen, "We are Groot", was ebenfalls ein, naja, ich sag mal, ein Bote von nichts Gutem ist, wenn wir uns an den ersten Teil erinnern. Wir sehen erneut einmal Rocket, dieses Mal ohne die Dinger an den Wangen. Und er ist in einem sehr weißen, in einer sehr weißen, hellen Umgebung. Das könnte jetzt ein Labor sein, das könnte eine Art quasi Himmel sein, wenn er eigentlich tot ist. Wir wissen ja, es gibt im MCU Totenwelten wie die Duat oder eben das Ancestral Plane. Also vielleicht hat Rocket auch sowas. Wir sehen dann ein sehr cooles Circling-Shooting-Ding in derselben Stelle wie da, wo Peter dann eben den Typen tackelt. Und enden dann erst mit dem Guardians-Logo und dann mit eben der lustigen kleinen Szene nochmal mit Drax, der unbedingt jemanden umbringen will. Was sagt uns also dieser Teaser-Trailer über den Film? Dieser Teaser-Trailer kann uns sehr gut sagen, dass sehr wahrscheinlich Rocket aufgegriffen wird von dem High Evolutionary und weitere Experimente an Rocket gemacht werden. Rocket Raccoons Arc ist technisch gesehen mit diesem Film zu Ende geführt. Wir lernen dann über seine komplette Story, wo er herkommt. Es geht auf jeden Fall primär um Rockets Geschichte in diesem Film und dadurch bietet es sich natürlich sehr an, dass Rocket in diesem Film das Zeitliche segnet. Genau deshalb glaube ich, dass es nicht so ist. Ich tippe tatsächlich eher darauf, dass Drax hier sterben wird. Was primär daran liegt, dass der Schauspieler potenziell auch einfach raus ist aus dieser Rolle, dass diese Rolle sich nicht wirklich weiterentwickelt hat seit Infinity War. Und dass Drax tatsächlich, obwohl er in Infinity War sein Ziel mehr oder weniger hätte erreichen können, Thanos zu töten, und das war ja sein Character-Arc war, Thanos umzubringen, weil der eben seine Familie umgebracht hat. Natürlich hat er gelernt, seine neue Familie kennenzulernen, ne, die Guardians, und ist halt mit denen ganz eng verbunden. Dennoch ist Drax' Story-Arc eigentlich, also die Figur geht nicht wirklich weiter. Die Figur hat nicht wirklich etwas, was in der Zukunft noch passieren kann. Krill, die neue Gamora, Nebula sogar, haben alles noch Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, Möglichkeiten, eine Geschichte aufzubauen, die sich noch weiterentwickelt. Und wie gesagt, wir wissen aus den Comics, es gibt verschiedene Guardians-Teams. Das Guardians-Team, wie wir es hier sehen, ist tatsächlich eines von vielen. Es ist nicht mal das erste gewesen. Und wir wissen auch in den Comics, dass Adam Warlock eine Zeit lang der Anführer der Guardians zusammen mit Rocket Raccoon ist und dann eben Peter Quill ein Solo-Abenteuer als Star-Lord sehr lange macht und irgendwann wieder zurückkommt. Das ist durchaus eine Möglichkeit, die ich in der Zukunft des MCUs noch sehe. Ich glaube auch nicht, dass Star-Lord schon abgesägt wird, denn auch seine Storyline kann sich noch weiterentwickeln. Gerade was diese ganze Celestial-Geschichte angeht, sind wir ja gerade am Anfang mit den Eternals und so. Da könnte Star-Lord noch in die Eternals-Reihe mit reinrutschen. Also, es ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel möglich in der Zukunft der Guardians, aber eben nicht bei allen Figuren. Wenn ich jetzt tippen müsste, wenn nur eine Figur stirbt, welche Figur hier stirbt, ist es tatsächlich Drax und nicht Rocket, denn auch Rocket Raccoon könnte potenziell noch ein bisschen mehr Storyline haben. Er kann jetzt potenziell sein Trauma quasi beenden, das Trauma, was ihn zu dem Arschloch werden lassen hat, das er in den letzten Filmen war, potenziell eben zu einem etwas weitere, das klingt jetzt doof, weiterentwickelten Wesen werden, weiterentwickelten Charakter werden, als das, was er jetzt ist. Es ist natürlich aber auch möglich, dass sie tatsächlich, weil eben das so gut passt, einfach mit der offensichtlichen Art und Weise gehen und Rocket in diesem Film stirbt. Again, ich glaube, dass der Trailer zu sehr darauf hindeutet, als dass James Gunn das wirklich macht, denn so wie wir James Gunn kennen, hat der gerne nochmal so einen kleinen Twist drin. Bei Groot bin ich mir auch nicht sicher. Das könnte potenziell, gerade weil wir auch dieses We are Groot hören und so,
gut, könnte potenziell hier auch das Ende seiner Storyline haben. Er ist ja jetzt wieder mehr oder weniger voll ausgewachsen. Then again, in den Comics ist Groot potenziell auch immer wieder da. Und wir wissen ja aus dem ersten Guardians-Teil, dass Groots technisch gesehen auch einfach wieder sprossen können und ein weiterer Groot, also der Sohn von diesem Groot sozusagen, auch hier wiederkommen könnte, so wie dieser Groot ja der Sohn vom ersten Groot ist, den wir kennengelernt haben. Also wir wissen noch nichts Hundertprozentiges. Wir haben so ein paar Richtungen. Wir wissen, dass der High Evolutionary der Hauptantagonist wird, dass es ein sehr trauriger und ernster und brutaler Film wird und dass es ein paar sehr verstörende Szenen wahrscheinlich geben wird. Also macht euch gefasst auf ein großes Spektakel, ein großes Abenteuer. Und vermutlich einen der Filme, die das Potenzial haben, mit zu den besten MCU-Filmen zu gehören, was das Overall-Ergebnis angeht, was Storytelling angeht, was Optik angeht und was einfach die Erfahrung im Kinosaal angeht. Was ist denn eure Meinung? Glaubt ihr, dass Drax stirbt? Glaubt ihr, dass Rocket stirbt? Wer stirbt? Wir wissen, dass jemand stirbt. Das hat James Gunn soweit schon bestätigt. Aber was glaubt ihr, wer ist es? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ansonsten schreibt mir generell noch, was ihr von dem Teaser-Trailer jetzt haltet. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Und bis dahin, Rinja hauen.